Dann sage ich hiermit einen schönen guten Abend. Mein Name ist Dagmar Hovestedt, ich bin die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Ich begrüße Sie heute Abend sehr, sehr herzlich, auch im Namen von Roland Jahn, der außer der Stadt weilt, aber sonst gerne hier gewesen wäre. Ich freue mich eigentlich schon den ganzen Tag darauf, diese Veranstaltung anzukündigen, weil man das doch gerne sagt. Seid doch laut! Ja, die Frauen für den Frieden in Ost-Berlin. Seid doch laut. Das ist so ein tolles, super toller Titel. Genau, geht gleich los. Mein Job ist aber einfach nur, Ihnen so ein bisschen den technischen Ablauf des Abends näher zu bringen. Der Abend wird wie folgt abgehen. Der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte Tom Sello wird Sie gleich hier begrüßen. Und dann gibt es ein spannendes Podiumsgespräch mit den beiden Autorinnen des Buches, Almut Ilsen und Ruth Leiserowitz, moderiert von... moderiert von Jana Göbel vom Linksverlag, und im Anschluss gibt es einen Empfang. Gleichzeitig haben der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte und wir, das Stasi-Unterlagenarchiv, unseren kleinen Informationsstand aufgebaut, und die Buchhandlung 89 ist auch vor Ort, sodass man auch sich noch mit dem Buch beschäftigen kann und es erwerben kann, wenn man möchte. Aber jetzt erstmal Tom Sello zur weiteren Begrüßung und dann zum Gespräch. Danke. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Vorstellung eines Buches, das einen in doppelter Hinsicht programmatischen Titel führt. Seid doch laut, heißt die von Almut Ilsen und Professorin Dr. Ruth Leiserowitz herausgegebene Dokumentation, in der 18 Frauen die Geschichten ihrer Selbstermächtigung und Opposition gegen die SED-Diktatur erzählen. Damals ein ungeheurer und vor allem ein ungeheuer mutiger Vorgang. Und heute als wichtiger Teil der Oppositionsbewegung etwas in Vergessenheit geraten. Der Buchtitel ist also auch eine Aufforderung an uns alle, dass wir uns zum 30-jährigen Jubiläum von Friedlicher Revolution und Mauerfall, diesem zentralen Kapitel der Oppositionsgeschichte, erneut zuwenden. Die Rede ist von der Gruppe Frauen für den Frieden. Ihre Gründung war die Reaktion auf das am 25. März 1982 von der Volkskammer verabschiedete Gesetz über den Wehrdienst in der Deutschen Demokratischen Republik, kurz Wehrdienstgesetz. Paragraph 3 Absatz 5 schrieb dabei fest, ich zitiere: Während der Mobilmachung und während des Verteidigungszustandes können weibliche Bürger der Deutschen Demokratischen Republik vom 18. Lebensjahr an bis zum 31. Dezember des Jahres, in dem sie das 50. Lebensjahr vollenden, in die allgemeine Wehrpflicht einbezogen werden. Erstmals konnten damit auch Frauen zum Wehrdienst verpflichtet werden. In einer Zeit, in der sich in verschiedenen Teilen der Welt Friedensbewegungen herausbildeten, setzte die SED-Diktatur auf eine weitere nachhaltige Militarisierung von Staat und Gesellschaft. Und jeder, der in der DDR aufgewachsen ist und oder sich sonst mit dem Thema beschäftigt hat, weiß, die NVA war nicht nur dazu da, die DDR militärisch zu verteidigen. Sie war eine Einrichtung, um Menschen zu brechen, um sie klein zu kriegen und gefügig zu machen. Sie war Teil des Systems zur Erziehung von sogenannten sozialistischen Persönlichkeiten. Auch dieser Aspekt war den Frauen natürlich nicht verborgen geblieben. Sie trieb nicht nur die Sorge, selbst eingezogen und klein gemacht zu werden, sie litten schon mit ihren Partnern mit, die den Drill ertragen mussten, und sie sorgten sich um ihre bereits vorhandenen oder künftigen Kinder. Deshalb blieb das Vorgehen der SED nicht unwidersprochen. Ein halbes Jahr später, im Oktober 1982, ging bei Partei- und Staatschef Erich Honecker eine diesbezügliche Eingabe ein. Eingaben waren in der DDR kein ungewöhnlicher Vorgang. Ungewöhnlich war, dass diese ausschließlich von Frauen unterzeichnet war und dass es viele waren. Etwa 130 Frauen aus Ost-Berlin und Halle hatten unterschrieben. Weitere sollten sich anschließen.
und sie ließen keinerlei Zweifel an der politischen Dimension ihres Anliegens. Ich zitiere: Wir Frauen verstehen die Bereitschaft zum Wehrdienst als eine Drohgebärde, die dem Streben nach moralischer und militärischer Abrüstung entgegensteht und die Stimme der menschlichen Vernunft im militärischen Gehorsam untergehen lässt. Eine Antwort auf dieses Schreiben blieb aus. Doch einfach zu den Akten legen konnte die SED diese Angelegenheit nicht. Tatsächlich schlug damals die Geburtsstunde der Frauen für den Frieden. Die äußerst vielschichtige Gruppe einte zunächst die Ablehnung des Wehrdienstgesetzes, doch dabei sollte es nicht bleiben. Schnell weitete sich ihre Aktivitäten aus. Frieden blieb dabei das zentrale Thema, Umwelt kam hinzu, dann die Menschenrechte. So entstand eine lebendige, kreative Bewegung, die sich durch große Offenheit auszeichnete und im Gegensatz zu manchen männerdominierten Oppositionsgruppen nicht auf Konspiration oder Theoriebildung setzte. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Als junger Kerl, der seinen Platz suchte, um gegen die Verhältnisse in der DDR aufzubegehren, habe ich die Frauen für den Frieden als besonders zugänglich empfunden. Tina Bara, meine Nachbarin in der Fährbediener Straße, Ulrike Poppe, Anne Quasdorf, Marion Selig und Tina Krone. Und ich habe feststellen können, dass die Frauen für den Frieden hervorragende Netzwerkerinnen waren. Von Anfang an suchten sie Kontakt zu Gleichgesinnten in der DDR und im Westen. Letztere, die sich wiederum aktiv zu Wort meldeten, um ihre Unterstützung für die Ostberliner Aktivistin zum Ausdruck zu bringen, etwa anlässlich der Inhaftierung von Bärbel Bohley und Ulrike Poppe im Dezember 1983. Ich nenne nur Eva Quistorp und Petra Kelly. Wann immer es in Ostberlin nun zu Protesten oder anderen oppositionellen Aktivitäten kam, die Frauen für den Frieden waren meist dabei. Sei es bei der Gründung der Initiative Frieden und Menschenrechte im Januar 1986 oder beim öffentlichkeitswirksamen Appell Tschernobyl wirkt überall im Juni gleichen Jahres und beim Olaf Palme Friedensmarsch im September 1987. Die Friedensfrauen waren nicht mehr aus der Oppositionsbewegung wegzudenken. Es war also nur folgerichtig, dass die Frauen für den Frieden auch für die friedliche Revolution eine wichtige Rolle spielten. Das Neue Forum und Demokratie Jetzt sind zwei oppositionelle Gruppierungen, die sich unter ihrer maßgeblichen Beteiligung organisierten. Ohne die Frauen für den Frieden sähe die Oppositionsgeschichte der 80er Jahre anders aus. Sie wäre weniger facettenreich, letztlich wahrscheinlich weniger erfolgreich gewesen. Gleiches gilt für die friedliche Revolution, die das Ende der DDR herbeiführte. Liebe Ulrike, Almut, Tina, Eva, Jutta, alle, ich kann gar nicht alle nennen, ich freue mich sehr, dass ich hier heute in doppelter Hinsicht meine Hochachtung und meine Bewunderung für eure Aktivitäten ausdrücken kann, als persönlich und in der Funktion als Aufarbeitungsbeauftragter. Und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam diesen überaus wichtigen Teil der DDR-Oppositionsbewegung neu beleuchten. Als Almut Ilsen und Ruth Leiser-Rohrwitz vor etwa einem Jahr das erste Mal nach Unterstützung fragten, war sehr schnell klar, dieses Projekt verdient die volle Unterstützung durch meine Behörde. Ich bin sehr froh, dass es jetzt gelungen ist, dieses Buch im Christoph Links Verlag zu veröffentlichen. Mein großer Dank gilt allen beteiligten Frauen und besonders den beiden Herausgeberinnen, die mit ihren Erinnerungen und Analysen die Frauen für den Frieden wieder sehr lebendig werden lassen. Danke an die Robert-Havemann-Gesellschaft für die Unterstützung,
auch an den Verlag, der ein sehr lesenswertes und wichtiges Buch publiziert hat. Und dies punktgenau zum Jubiläum, das diesem Buch seine verdiente Aufmerksamkeit sichert. Feierlichkeiten wie jene, die in den nächsten Tagen mit großem Programm in Berlin stattfinden, neigen dazu, den Sieg der friedlichen Revolution und das Ende der DDR aus der Rückschau als Selbstverständlichkeit zu verklären. Das war aber nicht so. Deshalb weise ich gern noch einmal auf den großen Mut hin, den die Frauen aufgebracht haben, die sich in den 80er Jahren in Ostberlin und der DDR für Frieden und Freiheit engagierten. Seid doch laut, heißt der Titel des Buchs, das an die Frauen für den Frieden erinnert. Mutig, laut und unbequem waren sie und sind heute Vorbild für andere Bewegungen, die sich nicht stillschweigend mit den jeweiligen Gegebenheiten abfinden wollen, die für Veränderung und Toleranz eintreten und eine offene, kreative, friedvolle Gesellschaft zum Ziel haben. Ihnen allen wünsche ich einen anregenden Abend. So, guten Abend. Bin ich laut genug? Ja, wir haben gar keine Mikrofonprobe gemacht. Danke für Ihr Grußwort, Tom Sello, und danke auch für die freundliche Begrüßung, liebe Dagmar Hovestedt. Guten Abend Ihnen hier nochmal. Herzlich willkommen zur Buchpremiere von Seid doch laut. Ganz besonders freue ich mich natürlich, dass heute so viele der ehemaligen Frauen für den Frieden dabei sind. 18 Frauen haben an dem Buch mitgewirkt und es waren aber noch viel, viel mehr. Ich würde mal sagen, mindestens 30 sind heute hier dabei, die zum Umfeld gehören. Ich möchte mich auch noch mal vom Verlag aus beim Berliner Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur Tom Sello für die Unterstützung der Publikation bedanken. Danke auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Danke an Frank Ebert und die Robert-Havemann-Gesellschaft für die großartige Kooperation bei der Vorbereitung der Buchpremiere. Und danke auch an die Buchhandlung 89, dass sie heute das Buch hier verkauft. Ich begrüße Sie im Namen des Im Namen des Christoph-Links-Verlages, der nicht zufällig im Jahr der Friedlichen Revolution, konkret am 1. Dezember, gegründet wurde und somit auch sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Denn an diesem Tag wurde die Vorzensur in der DDR abgeschafft und Christoph Links eilte sofort los, um den Verlag anzumelden. Wir sind ein Sachbuchverlag für Politik und Zeitgeschichte und haben seitdem mehr als 1000 Buchtitel publiziert. Wir werden hier auf dem Podium ungefähr eine Stunde miteinander sprechen. Danach haben Sie dann Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Ihre eigenen Erinnerungen mitzuteilen. Gegen 20 Uhr ist dann der offizielle Teil beendet. Und wir laden Sie im Foyer noch zu einem Glas Wein ein und können den Abend etwas ruhiger ausklingen lassen. Viele im Publikum waren ja damals dabei und kennen Almuth Ilsen und Ruth Leise-Rowitz, aber alle natürlich nicht. Deshalb möchte ich euch gern noch mal vorstellen. Almuth Ilsen ist in Jena aufgewachsen, in der Mitte, studierte von 1969 bis 1973 Chemie, zog dann 1975 nach Ostberlin. Ab 1976 war sie in der Staatsbibliothek in Ostberlin Fachreferentin für Naturwissenschaften, absolvierte dann 1983 nochmal ein postgraduales Studium Bibliothekswissenschaften. Und sie gründete 1989 gemeinsam mit anderen Frauen das EWA-Frauenzentrum, wo ja die Vorpremiere dieses Buches nur mit Frauen stattfand. Denn da haben nach wie vor nur Frauen Zutritt. Das gibt es nach wie vor in der Prenzlauer Allee in Berlin-Prenzlauer Berg. Seit 2000 ist sie auch als Fotografin tätig und nun seit 3 Jahren im Ruhestand, fotografiert aber natürlich trotzdem weiter und hat im Ruhestand dieses Buch herausgebracht. Also
von Ruhestand kann nicht so richtig die Rede sein, zumal sie auch 3 Enkelkinder hat. Ach, ich lasse es mal liegen. Und 2 Kinder. Ruth Leise-Rowitz, geboren Nick Kiebelka, unter dem Namen werden Sie hier viele noch kennen, wurde in Prenzlau geboren. Sie hat gleich 2 Abiture, ein kirchliches und ein staatliches, auf dem 2. Bildungsweg, also an der Volkshochschule. Sie kam 1978 nach Berlin, hat in der Bibliothek und in einem Verlag gearbeitet und Sprachen gelernt, schon immer sehr gern. Sie arbeitete dann als Dolmetscherin für Litauisch und Polnisch und konnte ab 1990 endlich auch studieren, was ihr vorher verwehrt war, nämlich Geschichte und Polonistik. 1997 folgte die Promotion. Sie war in Litauen als Universitätslektorin und beim Aufbau des Thomas-Mann-Kulturzentrums auf der Kurischen Nehrung aktiv. Habilitierte 2007 zur osteuropäischen Geschichte und ist seit 2009 stellvertretende Direktorin am Historischen Institut in Warschau, am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Seit 2015 ist sie außerdem noch außerplanmäßige Professorin für osteuropäische Geschichte an der Humboldt-Uni. Also heute kam sie auch gerade wieder früh um 4 aus Warschau angeflogen. Sie fahren mit der Bahn, mit dem Zug. Sie fährt natürlich Bahn. Sie ist verheiratet und hat 2 Söhne. Die Gründung der Frauen für den Frieden liegt ja nun 37 Jahre zurück, wie wir schon von Tom Sello hörten, 1982. Zu den historischen Umständen werden wir gleich nochmal kommen, aber vorab die Frage, Almut, warum gerade jetzt dieses Buch? Ja, das hat verschiedene Anlässe bedurft. Es war klar, dass bei Irena so ein Manuskript schlummert mit ihren tollen Interviews, die sie mit vielen der Frauen gemacht hat. Und dieses Buch konnte aber damals leider nicht realisiert werden. Das war das eine. Irena Kukuz. Irena Kukuz, ja, sitzt da vorne. Und dann gab es 2 Anlässe. Das eine war der Film von Peter Wensieski über IM Monika Heger, also die war ja in unsere Gruppe eingeschleust worden und bei der Filmpremiere haben sich ein Teil der Frauen auch in diesem Saal hier getroffen. 2017, also vor ziemlich genau 2 Jahren. Und uns hat dieser Film emotional sehr aufgewühlt. Wir waren wütend und wir haben gemerkt, dass wir eigentlich miteinander reden sollten wieder. Das war das eine. Und das zweite war, dass ich kurz vorher mit Ruth wieder Kontakt aufgenommen hatte. Und Ruth hat mich besucht im Dezember. Sie hatte auch diesen Film gesehen. Dann haben wir über dieses Buchmanuskript geredet und auch über die Wichtigkeit, da was zu machen. Und ich habe es mir allein nicht zugetraut. Aber Ruth sagte dann so in ihrer schönen lakonischen Art, tja, wir haben doch früher auch alles zusammen gemacht, das können wir doch jetzt auch zusammen machen. Und es hat mich so überzeugt, dass ich sofort Ja gesagt habe. Und jetzt haben wir dieses Buch. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ich, während ich arbeiten gegangen bin, natürlich nie die Zeit gehabt hätte. Das hast du ja auch schon gesagt, Jana. Also, ich habe diese Zeit jetzt im Ruhestand gebraucht, um mich wirklich in die Leseseele von der Havemann-Gesellschaft und BSDU zu setzen und vielleicht hat es ja auch mit diesen 30 Jahren Abstand zu tun, die Zeithistoriker sich immer gerne nehmen, was einerseits damit zu tun hat, dass man dann erst in die Archive kommt, was ja nun hier ein bisschen anders gelagert ist, aber vielleicht braucht es einfach diesen Abstand. Was sagt denn die Historikerin dazu, Ruth Leise-Rowitz? Sie haben ja eine historische Einordnung zu dem Buch geschrieben. Schildern Sie doch noch mal bitte ganz kurz in wenigen Sätzen die weltpolitische Situation Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Eigentlich beginnt die Geschichte schon Anfang der 70er Jahre, denn Anfang der 70er Jahre hatten wir in Berlin das Gefühl, dass es langsam etwas bergauf geben würde, weil es das Vier-Mächte-Abkommen gab, es gab den Grundlagenvertrag,
die Einrichtung einer ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin und dann wurde die DDR international anerkannt. Zahlreiche ausländische Botschaften wurden eingerichtet. Wir hatten die Weltfestspiele in Berlin und 1975 kam dann die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki. Wir empfanden das alles als eine sehr positive Entwicklung, die dann ein Jahr später jäh durch die Biermann-Ausbürgerung unterbrochen wurde oder gestoppt wurde. Und dazu kam dann die rüstungspolitische Entwicklung, denn die UdSSR hat bis Ende der 70er Jahre mehr als 600 Atomraketen vom Typ SS-20 stationiert und daraufhin sollten per NATO-Doppelbeschluss atomar bestückte Mittelstreckenraketen Pershing 2 und auch noch Marschflugkörper in 5 NATO-Staaten Westeuropas stationiert werden und überall in Westeuropa und in den USA haben die Menschen gegen diese atomare Hochrüstung protestiert, aber in der DDR hat die Staatsmacht die Stationierung der SS-20 unterstützt und eigentlich die westlichen Staaten als Kriegstreiber markiert. Und das Pech für die DDR war ja auch, dass wir als Staat an der Nahtstelle zwischen Ost und West standen und dieser Staat bezog eben einen Großteil seiner Doktrin aus der Abgrenzung zur Bundesrepublik und innenpolitisch erfolgte eine faktische Militarisierung des Landes, die bis ins Alltagsleben reinreichte. Und wir hatten so das Gefühl, wir stehen unter einem riesen Schirm. Auf diesem Schirm steht, der Staat hat das Monopol auf Friedens- und Entspannungspolitik. Wir stehen darunter, wir können uns nicht wehren, wir können uns nicht bewegen und wir sehen diese ganzen Waffen auf uns zurollen. Man sagt ja, der Zeitzeuge sei also mitunter so der natürliche Feind des Historikers. Standen Sie denn mit sich selbst im Widerspruch bei der Arbeit am Buch als Historikerin und Zeitzeugin, ja sogar Akteurin zugleich und mussten sich manchmal selber korrigieren, was da die Erinnerung zurechtgeschoben hatte? Das ist eine sehr interessante Frage, denn als ich 1990 anfing, Geschichte zu studieren, saß ich an einem Lehrstuhl mit Rainer Eckert, Stefan Wolle und Ilko Sascha Kowalczuk. Das heißt, DDR-Geschichte wurde dort tagtäglich betrieben und eigentlich also auch sehr, sehr vehement. Ich habe mir das damals angehört und habe beschlossen, dass es genug Personen gibt, genug Historiker, die das jetzt betreiben und ich werde das erst aus der langen Perspektive sehen. Ich fand das sehr spannend, jetzt die Geschichte der Frauen als kollektive Geschichte zu sehen, als Geschichte einer Gruppe, denn ich habe bisher keine Geschichte einer anderen Oppositionsgruppe gelesen, eigentlich mehr immer Geschichten einzelner Protagonisten und ich habe sehr, sehr viel in den letzten anderthalb Jahren darüber gelernt, wie die Mitfrauen die Gruppe gesehen haben, was ihnen die Gruppe gebracht hat und ich finde, ihr wart alle fantastische Mitautorinnen und ich möchte euch nochmal sehr herzlich dafür danken, denn ohne alle eure Beiträge wäre dieses Buch nicht so geworden, wie es jetzt ist. Im ersten Teil des Buches, Sie haben es ja bereits angesprochen, können wir die Erinnerungsberichte von 16 verschiedenen Frauen lesen. Den Auftakt macht Irina Kukuz und aus dem Text wird Ruth Leiser-Robotz jetzt lesen. Wir haben im letzten Jahr, Almut und ich, ein Interview mit Irina gemacht und ich lese jetzt das Stück daraus, was die quasi die Vorgeschichte beschreibt.
Mit Bärbel Boley war ich schon lange, bevor unsere Frauenaktivitäten begannen, befreundet. Wann für uns der Wendepunkt war, politisch aktiv zu werden, ist schwer zu erklären, weil das aus dem normalen Leben kam. Wir haben beide am Teutoburger Platz gewohnt, unsere Kinder waren klein, unsere Söhne waren gleich alt und wir haben uns erst einmal um unser Wohnumfeld gekümmert. Als wir gesehen haben, dass die auch als Protokollstrecke von Erich Honecker genutzte Schönhauser Allee, das war um die Ecke, schön angeputzt wurde, aber nur bis in seine Sichthöhe, und wir mit unseren zertrümmerten Kellerfenstern im Hochparterre uns fast was weggefroren haben, da waren wir empört. Auf den Höfen, wo unsere Kinder spielen sollten, war alles kaputt, riesige Schuttberge und Löcher. Ja, da schrieben wir aus Protest Eingaben, machten Fotos und schickten die an die Berliner Zeitung. Wir haben uns beim Rat des Stadtbezirks beschwert, aber auch unsere Mitarbeit im Wohnbezirksausschuss angeboten und so hat es angefangen. Und aufgrund dieser Reaktion oder eher dieser Nichtreaktion wurden wir, wie soll ich dazu sagen, radikaler und wütender. Dazu beobachteten wir die ganze politische Lage Mitte der 1970er Jahre, bekamen erst einmal einen positiven Schub. Und wie sich dann alles wieder rückwärts drehte und die Beteiligung der Leute vor Ort nicht erwünscht war und Mitsprache sowieso nicht, da haben wir uns ganz schön dran abgearbeitet. Erstmal verbal, was wir da machen können. In dem Moment, als dann die ganze Bedrohung mit diesem Atomkrieg im Raum stand und wir die vielen Berichte sahen im Fernsehen, der nukleare Winter und so weiter und zu befürchten war, dass aus Versehen eine Rakete losgeht, dieses Wettrüsten und diese Angst, dass diese ganze Militarisierung natürlich in die falsche Richtung geht und die Kinder schon einspannte im Kindergarten, dass die nicht mit Bällen werfen, sondern mit Handgranatenimitationen und Wehrerziehung und so weiter. Also wir haben das beobachtet und waren in höchstem Maße beunruhigt und unzufrieden, dass man uns keine Mitsprache einräumen wollte. Ja, wir haben natürlich immer auch die große Welt im Blick gehabt. Das war ein ganz entscheidender Punkt, dass wir uns darüber ausgetauscht haben und dass unsere Ängste wirklich da waren. Bärbel hat mir mal erzählt, dass sie in Gehren im schönen Mecklenburg unterm Apfelbaum lag und dann zu ihrem Lebensgefährten sagte: Oh Gott, wenn jetzt eine Atombombe fallen würde. Und der sei fast ausgerastet über diesen Einwurf. Also darüber haben wir uns unterhalten, dass diese Angst so konkret war, auch schon am Frühstückstisch oder eben unter dem Apfelbaum. Die Angst, dass dann alles vernichtet wird. Das war Mitte der 1970er Jahre. Wir waren mit dem Studium fertig. 1975 habe ich Bärbel erst so richtig kennengelernt. Wir haben ewig zusammengesessen, tagelang Tee getrunken. Und 1982 haben wir natürlich auch darüber gesprochen, dass sie dieses Wehrdienstgesetz verabschiedet hatten, auch wieder ohne uns zu fragen. Wir haben aus der Zeitung erfahren, dass Frauen im Falle der Mobilmachung ebenfalls in die Armee eingezogen werden konnte. Und da war für uns der Punkt erreicht, dass wir sagten, jetzt müssen wir was machen als Frauen. Denn was die Männer bei der Armee erwartete, das hatten wir schon alle miterlebt. Wenn die Männer zur Armee gezogen wurden und nicht gehen wollten, verweigern wollten oder zu den Bausoldaten gingen. Also dieses ganze Dilemma. Und Bärbel hatte erlebt, dass ihr Mann zum Reservistendienst gezogen werden sollte, obwohl er erst Bausoldat gewesen war. Der war dann im Knast gelandet. Das hatte sich alles so zusammengeschoben. Das war schon 1980 gewesen. Danke für diesen ersten Einblick ins Buch. Als Gründungsakt der Frauen für den Frieden gilt ja, wie wir schon von Tomsello gehört haben, die Absendung der Sammeleingabe zum neuen Wehrdienstgesetz an Erich Honecker. Almut, du warst damals im Oktober 1982 eine der sieben Frauen, die diese Eingabe mitformuliert haben. Erzähl doch mal bitte. Na, wir haben diese Eingabe formuliert, um einfach als Gruppe auch ein stärkeres Gewicht zu geben und haben dann auch diese Unterschriften gesammelt. 130 an der Zahl und wir hatten am Anfang nicht vor, als Gruppe zu arbeiten, sondern das hat sich dann dadurch ergeben, dass
wir und auch die vielen Frauen, die unterschrieben haben, gesagt haben, das kann es doch nicht gewesen sein, jetzt müssen wir aber was weitermachen. Und dann haben wir uns Frauen für den Frieden genannt und haben dann in den nächsten Jahren doch viele Aktionen durchgeführt. Also zum Beispiel haben wir uns erstmal in dem kirchlichen Rahmen, wo sich die Opposition getroffen hat, haben wir uns eingeklinkt, haben uns auf der Friedensdekade vorgestellt, haben auf den Friedenswerkstätten unsere eigenen Stände gehabt, haben auch in der Kirche von Christa Sengespeik, die aus Hanau gekommen ist heute, Veranstaltungen gemacht, Gemeindetage, später politische Nachtgebete. Also Christa hat uns den Raum gegeben, um Öffentlichkeit zu erreichen. Wir haben uns ja immer nur in Wohnungen getroffen und so eine Kirche mit 400 Plätzen bietet da ja noch ganz andere Möglichkeiten. Dann haben wir eigene politische Aktionen gemacht, wie zum Beispiel am 17. Oktober 1983. Also dazu muss ich sagen, wir hatten relativ schnell Kontakte zu westlichen Friedensbewegungen, auch zu einigen Politikern der Grünen. Petra Kelly und Gerd Bastian waren auch immer mal bei uns. Und es gab im Oktober 1983 eine Aktionswoche und dabei einen Frauenaktionstag. Und zu diesem Frauenaktionstag haben die Frauen, also ein Teil der Frauen, sich schwarz gekleidet und ihre persönlichen Wehrdienstverweigerungen zur Hauptpost am Alexanderplatz gebracht und haben es dort per Einschreiben aufgegeben. Die Stasi war vor Ort und hat versucht einzugreifen und hat auch einige der Frauen zugeführt. Steht auch was dazu? Darüber berichten ja auch mehrere in ihren Erinnerungsberichten, zum Beispiel Ulrike Poppe, Beate Haremski und Bettina Rathenow. Ja, genau, das kann man im Buch sehr gut nachlesen. Ja, auch aus diesen verschiedenen Sichten und das ergibt dann ein schönes Gesamtbild, wenn man die einzelnen Berichte liest. Ja, und dann gab es natürlich, bei anderen Aktionen gab es dann auch diese Zuführung, also dass wir gehindert wurden, an Aktionen teilzunehmen. Da standen dann morgens um sechs irgendwelche Stasi-Männer vor der Tür. Das war am 4. November 1983, als ihr vor die amerikanische und die sowjetische Botschaft ziehen wolltet. Genau. Und also entweder wurde zugeführt und also ich habe ein krankes Kind erfunden und habe dadurch Hausarrest bekommen. Und es steht auch im Buch. Und ja, und dann war auch ganz wichtig, dass wir uns vernetzt haben. Also sind in den, also 82 beginnt und in den Folgejahren ganz viele andere Frauenfriedensgruppen im Land entstanden und wir haben ab 84 überregionale Frauenfriedensgruppentreffen organisiert, immer in anderen Städten und also diese Vernetzung war auch extrem wichtig. Wie denkt ihr denn heute über euren damaligen Mut? Also ihr habt ja ständig in der Gefahr gelebt, inhaftiert zu werden, hattet schon Vollmachten geschrieben, wer dann die Kinder nimmt, wenn es wirklich dazu kommen sollte? Ja, ich denke, eigentlich hätte man noch mutiger sein können, aber wir mussten das alle ja erst einmal lernen, weil die Gesellschaft, in der wir lebten, die war sehr resigniert und wir hörten auch oft, wenn wir von dem erzählten, was wir machen, ja, man kann ja sowieso nichts ausrichten und was bringt euch das? Und also es gab da nur so eine geteilte Solidarität. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir und ich möchte nicht so resignativ enden wie die andere Gesellschaft. Und ich habe mich auch sehr gegen diese Mutlosigkeit aufgelehnt. Das wollte ich nicht haben. Erhard Neubert schreibt ja in seiner großen Geschichte der Opposition in der DDR, erschienen im Christoph Links Verlag 1998, kleine Randbemerkung,
da widmet er den Frauen für den Frieden 3 Seiten und dann nochmal an einer anderen Stelle 6 Seiten, also nicht sehr viel in dem 1000-Seiten-Werk. Und Almut, du sagtest mal, Neubert habe euch eher als Damenprogramm zur Friedensbewegung wahrgenommen. Welche Rolle spielten denn die Männer und wart ihr euch da von Anfang an einig, dass ihr eine reine Frauengruppe sein wolltet und die Männer dann nicht zu suchen haben? Also nochmal zu Erhard Neubert, ja. Also ich muss das mal nochmal zitieren. Also er schreibt, zu den Initiatoren gehörten eine Reihe von Ehefrauen bekannter Oppositioneller. Also dem muss man ja eigentlich nichts hinzufügen. Das, also die Sicht. Die ja, und mit den Männern in der Gruppe, am Anfang waren noch Männer dabei, bloß als sie dann meinten, sie müssten uns sagen, wie wir irgendwas zu formulieren hätten, haben wir beschlossen, dass wir die Männer nicht mehr bei uns haben wollten. Und es war ein Frauenthema und wir waren uns sehr bewusst, dass wir das sehr, sehr gut alleine können. Aber es stimmt ja wirklich, dass viele Frauen oder Freundinnen damals schon bekannter Oppositioneller dabei waren. Seid ihr durch die Männer politisiert worden sozusagen oder gibt es da einen anderen Zusammenhang? Also ich denke, wir waren vorher schon alle politisiert. Also jede von uns hat einfach durch ihr Leben als Kind, als Jugendliche, also in ihren Familien, Konflikte mit der Schule, beim Studium, oder viele durften ja auch gar nicht Abitur machen oder durften nicht studieren. Also es war, also diese ganze Gesellschaft bot ja eigentlich Zündstoff zum Politisieren. Es ging ja eigentlich gar nichts anders, wenn man halbwegs wach war. Und wir Frauen waren das alle. Und wir haben dann natürlich Männer kennengelernt, die auch politisiert waren. Und durch diese Männer gab es wieder neue Netzwerke. Und also ich habe zum Beispiel auch durch meinen damaligen Partner wieder andere Frauen kennengelernt. Und dadurch hat sich dann so ein Frauennetzwerk auch ergeben. Aber eine feministische Gruppe wart ihr nicht? Nein, ich denke nicht, dass wir feministisch waren. Wir haben zwar auch ab und an solche Gedanken debattiert, aber eigentlich waren wir sehr sachbezogen. Und nochmal zurück zu dem Zitat von Neubert. Es gab auch Frauen in der Gruppe, die überhaupt keine Partner hatten und trotzdem Frauen für den Frieden waren. Und wie war nun, also es klang schon an, dass ihr euch oft in Räumen der Kirche getroffen habt, weil es sonst einfach in der DDR ja kaum Möglichkeiten gab, so eine Halböffentlichkeit herzustellen. Wie war denn nun euer Verhältnis zur Kirche? Da gab es ja auch Bestrebungen, euch unter das Dach der Kirche zu holen. Wie standet ihr denn dazu? Das war zum Teil auch eine schwierige Debatte, denn Kirche war ein halböffentlicher Raum, aber nicht jede Frau hatte das Gefühl, dass sie sich in der Kirche wohlfühlt. Nicht alle waren kirchliche Mitglieder. Das waren Kompromisse. Und wenn es um mich persönlich geht, jede Frau hat sich ja auf ihre Art und Weise für die Gruppe engagiert und ich war eben Mitglied der Kirche. Ich war sogar einige Zeit lang mal Jugendvertreterin in der Synode, also in einem ziemlich hohen Gremium. Und also vertrat ich unsere Gruppe dann in der Vorbereitungsgruppe für die Friedenswerkstatt. Und dort hatten wir mit vielen Kirchenvertretern im Vorfeld zu debattieren.
Und da gab es zum Teil Pastoren, die die Anliegen unserer Gruppe sehr schätzen und unterstützten, mit denen man quasi Pferde stehlen konnte, solche wie der Pfarrer Rudi Panke. Aber es gab eben auch andere, die sehr kritisch uns gegenüber eingestellt waren, weil sie meinten, wir würden die Kirchenräume missbrauchen, wir würden sie einfach nur nutzen und dass man auch, es gab eben auch Kirchenleute, die immer versucht haben, uns klarzumachen, dass sie genau wüssten, wie die Spielräume eben bemessen wären, dass sie die Kontakte hätten, dass sie mit Stellen gesprochen hätten und dass das, was wir alles wollen, was wir durchführen möchten, dass das nicht geht. Und um so ein Beispiel zu erzählen, wir haben 1986 auf der Friedenswerkstatt eine Meinungsumfrage gemacht über den geplanten Bau einer Schnellstraße über den jüdischen Friedhof in Weißensee. Und dann kam der Generalsuperintendent Krusche an den Stand und sagte, das muss sofort unterbunden werden, das ist hier eine Unterschriftensammlung, Unterschriftensammlung geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist eine Meinungsumfrage, das ist etwas anderes. Dann hat er gesagt, ich werde Ihnen das mit einem Rechtsanwalt beweisen. Und dann kam er mit Wolfgang Schnur und ja, ausgerechnet mit dem IM Thorsten. Und dann sagte Herr Schnur zu Herrn Krusche, nein, nein, das ist keine Unterschriftensammlung, Meinungsumfragen kann man hier machen. Und da musste sich Herr Krusche trollen. Und das war halt auch vorher abgesprochen, aber es war immer so, die einerseits auf dem Kirchenterrain die Möglichkeit, die Friedenswerkstatt zu veranstalten und andererseits wurde dieser Möglichkeitsraum aber oft grundlos überhierarchisiert oder etwas übervorsichtig bewacht. Und es war immer schwierig, das auszuhandeln. Und ich denke, Christa kann auch davon ein Lied singen, was sie mit ihren Kircheninstitutionen verhandeln musste. Christa Sengespeik, ja. Ist gemeint. Frau Leise-Rowitz, lesen Sie doch jetzt mal bitte eine Passage aus Bärbel Boleys Text, wo es auch um diese politischen Nachtgebete geht. Dazu muss ich noch sagen, dass es mir ganz wichtig war, dass auch die Stimme von Bärbel Boley heute in unserem Abend vorkommt und der Text von Bärbel steht hier und ist ein Interview, das sie mal für einen Fernsehsender gegeben hat. Und er steht unter der Überschrift Einmal den Schritt in die Freiheit gewagt in dem Buch. Und ich lese jetzt einen ganz kurzen Auszug und nachher nochmal einen. Ich meine, ohne die Nachtgebete in der Kirche wäre die Frauengruppe wahrscheinlich viel bedeutungsloser gewesen. Zu den Nachtgebeten sind wirklich sehr, sehr viele gekommen. Die Kirchen waren voll. Ja, das hat uns schon überrascht. Uns war natürlich klar, dass ein Teil Stasi war, aber die sollten ja auch mal in die Kirche gehen. Ja, es war oft ganz schwierig. Da haben einem schon die Knie gezittert. Aufstehen, seinen Namen sagen, nennen und sagen, ich habe dieses Anliegen und ich denke das und das. Und das in einem öffentlichen Raum. Das waren wir überhaupt nicht gewöhnt, wirklich gar nicht. Das waren also die ersten Gehversuche der Frauen und das haben sie wirklich toll gemacht. Es war wirklich eine Überwindung und allen Frauen, glaube ich, zitterten die Knie, der einen mehr, der anderen weniger. Es war schon nicht leicht, öffentlich aufzutreten und zu wissen, man wurde jetzt auch registriert. Es war ja nicht so, dass man wieder rausging und da war alles nicht geschehen, sondern man wurde vielleicht dafür haftbar gemacht. Mit diesem Wissen ans Mikrofon gehen und zu reden in einem Raum, in dem sich nicht immer alle zu Hause fühlten, weil eben nicht alle aus dem kirchlichen Umfeld kamen, das war schon irgendwie eine Leistung, eine große Leistung, ja, und mutig. Also einmal sozusagen den Schritt in die Freiheit gewagt, dann geht man nicht mehr zurück. Das ist etwas, was man irgendwie in sich selbst überwinden muss
Und ich glaube, die große Leistung der Frauen bestand darin, dass sie andere auch dazu ermutigt haben, sich zu überwinden. Danke. Wir springen mal in den zweiten Teil des Buches, denn in dem geht es um die Frauen für den Frieden und die Staatssicherheit. Ihr wart euch ja von Anfang an dessen bewusst, dass die Überwachung spätestens mit der Unterschriftensammlung für die Eingabe beginnen würde. Wie hat euch denn die Stasi wahrgenommen, Almuth? Also die Stasi hat uns eigentlich von Anfang an wahrgenommen, also schon während der Zeit, als wir noch Unterschriften gesammelt haben. Vor dem Absenden der Eingabe hat sich eine IM bei Bärbel den Eingabetext geben lassen und hat ihn zur Stasi getragen, und die haben den Text ausgewertet und haben damals geschrieben, also zu diesem frühen Zeitpunkt, dass sie annehmen, dass wir eine unabhängige Frauenbewegung in der DDR begründen würden wollen. Da wusstet ihr das vermutlich noch nicht mal selber, dass ihr das vorhabt. Nee. Aber zunächst wurdet ihr ja mehr wieder als die Ehefrauen der Oppositionellen geführt und in die Kartei dazugeschrieben. Und nur wenige haben einen eigenen Vorgang bekommen, oder? Sie? Ja, also Frauen wurden ja, also wenn sie einmal zuordnenbar waren, von der Stasi in den Akten der Männer mitgeführt. Es ist ja auch dieses krasse Männerdenken gewesen. Ich meine, die Stasi war ja so ein Männerverein, militärisch, hierarchisch strukturiert. Und Frauen bekamen also nur ihre eigene Akte, wenn sie wirklich kein Mann zuordnenbar war. Also Bärbel Bohley hatte zum Beispiel als einziger aus unserer Gruppe ihre eigene Akte. Wir anderen waren alle in den Akten von Männern. Christa hebt gerade ihre Hand. Ja, Christa hatte auch ihre eigene. Entschuldige. Und es war einfach schon so von der Stasi determiniert, dass wir nachregistriert wurden oder also in die Akten der Männer, dass wir zugeordnet wurden. Und man hat ja auch lange danach gesucht, welche Männer eigentlich die Anstifter sind und die dahinter stehen und das organisieren. Das hat man den Frauen ja auch nicht so recht zugetraut, dass die das alleine auf die Beine stellen können. Nee, also über Jahre haben die gesucht. Und das immer sich nicht bewahrheitet hat, also war es Eppelmann, dann war es mal Wolfgang Templin, also sie haben immer mal geguckt, wer könnte es denn noch sein, und sie haben also niemanden gefunden, wo sich das bestätigt hat. Und das war ja das nächste Ding, war ja, dass natürlich auch die gesamte Friedensbewegung angeblich von westlichen Geheimdiensten gesteuert waren, also wir von den Männern angeblich und dann das nächste, die westlichen Geheimdienste. Zu den Westkontakten kommen wir ja später noch, aber lies doch bitte mal einen Teil aus dem zweiten Teil. Okay. Nachdem am 3. November 1982 die Eingabe bei Erich Honecker eingetroffen ist, versehen mit mehr als 130 Unterschriften, wird die Fraueninitiative zur Chefsache. Das Büro der Leitung, ein dem Minister für Staatssicherheit direkt unterstelltes Stabsorgan, erlässt eine Dienstanweisung. Der Eindruck vieler Frauen der Gruppe, dass die Fraueninitiative zu Anfang nicht ernst genommen wurde, wird durch die MFS-Akten widerlegt. Das volle Instrumentarium der Staatssicherheit kam bereits im Herbst 1982 zum Einsatz. Zu jeder Unterzeichnerin wurde recherchiert, ob und wenn ja, in welchem Zusammenhang sie erfasst worden ist. Das möchte ich sagen, dass von den 79 Unterzeichnern aus Berlin 50 erfasst waren. Also entweder in den Akten ihrer Partner oder alleine oder auf Kerbloch-Karteien oder so. Also die Führung mitgemacht haben, haben das ja gerade gehört, was es da so für verschiedene Möglichkeiten gab. So, jetzt lese ich weiter. Nachdem alle verfügbaren Informationen zusammengetragen worden sind, aktiviert die Stasi ihre Helfer, die sogenannten gesellschaftlichen Kräfte.
SED-Genossinnen und Genossen im Ostberliner Magistrat und den Räten der Stadtbezirke werden instruiert, die Frauen im Auftrag der Stasi zu befragen. Sie erhalten Informationen mit biografischen Angaben zu Familienverhältnissen, Berufen und Arbeitsstellen. Bei bereits vom MFS erfassten Frauen wird detailliertes Material über ihre politische Haltung und ihre Aktivitäten zur Verfügung gestellt. Für die Beschreibung der politischen Haltung verfügen die Verfasser der Dossiers über Textbausteine von hat zu gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR eine ablehnende, teilweise negative Haltung über verschiedene andere Stufen bis hin zu Gespräch wenig sinnvoll, da stark verfestigte negative Haltung zur DDR. Derart vorbereitet stehen am 24. November 1982 jeweils ein Genosse und eine Genossin vor den Wohnungstüren der Berliner Frauen, um mit ihnen, wie sie sagen, das in der Eingabe geforderte Gespräch zu führen. Die Frauen sollen überrumpelt und daran gehindert werden, sich gegenseitig zu informieren. Die SED-Genossinnen und Genossen fertigen ausführliche Protokolle an, nicht nur über den Inhalt der sogenannten Gespräche, sondern auch mit für die Stasi wichtigen Informationen. Dazu gehören beispielsweise Hinweise auf Kontakte in das nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet, wie das kapitalistische Ausland bzw. der Westen in der Parteisprache offiziell bezeichnet wird. Liegt vielleicht ein Westbuch auf dem Sofa? Auch die Ordnung in der Wohnung wird bewertet. Die Stasi trägt akribisch Informationen zusammen, die diskreditierend sind und für Zersetzungsmaßnahmen genutzt werden können. Die SED-Mitglieder berichten ausführlich über unordentliche, nicht aufgeräumte Wohnungen, über halbleere Weingläser bis hin zu angeblich asozialen Lebensverhältnissen. Zum Beispiel, der Haushalt war vernachlässigt, beinhaltet wenig altes Mobiliar und war bewusst auf Proletkult getrimmt. In einem zusammenfassenden Bericht wird konstatiert, auffällig war, dass ein Teil der aufgesuchten Personen von der Wohnungsausstattung, dem Zustand der Wohnung und dem Lebensstil Tendenzen der Verwahrlosung erkennen ließen. Dann nur so als kleine Zwischenbemerkung, die Genossinnen und Genossen haben bestimmt alle ihre schöne Schrankwand und ihre Couchgarnitur im Wohnzimmer gehabt. Und das konnten wir natürlich nicht bieten. Ich lese weiter. Bei den Inhalten der Gespräche halten sich die Genossinnen und Genossen zumeist an die Anweisungen. Wie reagieren die Frauen auf das plötzliche Auftauchen? Wie verhalten sie sich im Gespräch? Wie offen oder verschlossen geben sie sich? Wie informiert sind sie über die Inhalte von Wehrdienstgesetz und Eingabe? Wer hat ihnen die Eingabe zur Unterschrift gegeben? Wer hat sie beeinflusst? Lassen sie sich einschüchtern oder zur Rücknahme ihrer Unterschrift bewegen? Für viele der Frauen sind diese überfallartigen Besuche der erste direkte Kontakt mit der Stasi bzw. ihren Helfern. Sie empfinden es als beängstigend oder gar bedrohlich, wenn die Staatsmacht plötzlich in der Küche oder im Wohnzimmer sitzt. Aber keine der Frauen verrät, von wem sie die Eingabe hat, und keine zieht während dieser Gespräche ihre Unterschrift zurück. Als die Eingabe im Dezember 82 dann im Spiegel abgedruckt wurde, war für die Stasi endgültig das Maß voll. Und ihre letzte angebliche Dialogbereitschaft ist erloschen, weil die Frauen sich ja nun vollends auf die Seite des Klassenfeindes geschlagen hatten. Da wurde der operative Vorgang Wespen eröffnet, oder? Stand das damit oder später erst? Okay. Ihr habt euch ja immer als Teil der internationalen Friedensbewegung verstanden, hattet Kontakt nach West-Berlin. Eva Quistorp ist zum Beispiel heute Abend da. Aber auch schon früh Kontakte nach Skandinavien und nach England. Eine dieser Verbündeten war Barbara Einhorn, die heute auch extra aus England angereist ist. Sie berichtet ja im Buch in einem eigenen Abschnitt über ihre Tage in der Stasi-Untersuchungshaft, aber Almut hat in ihrem Text über die Überwachung der Frauen durch die Stasi auch noch was vorzulesen. Ja, als Barbara Einhorn war also
ja, 82, glaube ich, das erste Mal da. Und da wurde schon der Beschluss gefasst, von ihr eine Veröffentlichung über die offizielle und inoffizielle Friedensbewegung, die Frauenfriedensbewegung in der DDR zu machen. Also Barbara war sehr aktiv im IND und war auch in der, im Frauenausschuss und in der DDR-Arbeitsgruppe und war also prädestiniert, so ein Vorhaben durchzuziehen. Im Dezember 1983, also das war die Zeit, als der Nachrüstungsbeschluss durch war und so eine Art Eiszeit dann in der DDR begann für Leute, die sich engagiert hatten, war Barbara Einhorn zweimal bei einigen der Frauen, um über das Buch zu sprechen. Und beim zweiten Mal hat sie den Inhalt der Gespräche in ihrem Notizbuch notiert und wollte, als sie zurück nach West-Berlin gehen wollte, dieses Notizbuch Bärbel zur Aufbewahrung geben. Normalerweise sind solche Materialien durch befreundete Westjournalisten nach West-Berlin transportiert worden. Und Barbara wollte, dass das dann auch mit ihrem Notizbuch passiert. Und Bärbel hat aber zu diesem Zeitpunkt befürchtet, dass sie demnächst auch verhaftet wird und hat das Notizbuch nicht in ihrer Wohnung haben wollen. Und dann hat sich Barbara mit dem Notizbuch in ihrer Tasche auf zum Grenzübergang gemacht und wurde dort schon erwartet. Da saß ein Stasi-Offizier, getarnt in der Uniform eines Zollbeamten, und hat Barbara dann befragt, was dann auch in einer Festnahme endete. Und jetzt, ich lese noch mal ein Stück. Nachdem Barbara Einhorn am 10. Dezember und Bärbel Bohley sowie Ulrike Poppe am 12. Dezember 1983 tatsächlich verhaftet und gegen Irina Kukuz und Jutta Seidel Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind, wird das Problem mit den widerspenstigen Frauen bis in das Politbüro des Zentralkomitees der SED getragen. Es ist aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, dass die Regierungsspitze einer Gruppe von Frauen solche Aufmerksamkeit zuteil werden lässt. Aber das MFS hat offensichtlich keine Alternative zur Verhaftung der Frauen gesehen, die gerade ein reichliches Jahr bestehende Frauengruppe und insbesondere ihr sogenannter harter Kern werden als ernste innenpolitische Gefahr betrachtet. Barbara Einhorn wird in der Untersuchungshaft gefragt: Sagen Sie, die Frauen, die Sie getroffen haben, würden Sie sagen, dass Sie die Anführerinnen der unabhängigen Friedensbewegung sind, die Organisatorinnen? Als der Anführungsstrichen Anführerin Bärbel Bohley kurz vor Weihnachten von ihrem Stasi-Vernehmer mitgeteilt wird, dass sie Weihnachten wohl doch im Gefängnis wird verbringen müssen, entgegnet sie: Ja, aber ich werde irgendwann wieder rauskommen. Sie müssen lebenslänglich hier bleiben. Also auch wieder ein gewisser Humor, der einen durch diese Zeit getragen hat. Zu dem Stasi-Kapitel gehören ja nun auch mehrere inoffizielle Mitarbeiterinnen. Wir haben es schon kurz erwähnt, aber ich sage gleich, wir wollen diesen Abend jetzt nicht den inoffiziellen Mitarbeiterinnen widmen. Das wurde schon oft genug getan und das tut der Sache jetzt auch nicht so gut. Meine Frage, Ruth Leise-Rowitz, es war ja klar, dass es inoffizielle Mitarbeiterinnen gibt in eurer Gruppe. Wie seid ihr denn mit diesen Verdächtigungen umgegangen? Hat das nicht irgendwie auch die Atmosphäre vergiftet, wenn man immer weiß, da ist jemand dabei, der mitschreibt und berichtet? Aus meiner Sicht würde ich sagen, wir haben uns das nicht so sehr anmerken lassen. Natürlich, weil ich und andere auch genau wussten, dass die Stasi darauf abzielt, dass Misstrauen eben Gruppen zersetzt. Aber wenn wir bestimmte Dinge geplant haben oder vorbereitet haben, dann haben wir schon sehr genau geguckt, mit wem wir das in einem engeren Kreis machen. Als Almut und ich zum Beispiel 1985 das Nachtgebet für die Frauen vorbereitet haben, da wussten wir ganz genau, wen wir nicht dabei haben wollten. Aber dass wir dann doch eine IM dabei hatten, naja gut, ja, konnte man auch nichts machen.
Das hat aber unsere Arbeit dann doch keinen, also unseren Ideen oder so keinen Abbruch getan. Wir haben es auch schon erwähnt, dass es in anderen Städten ja auch Gruppen von Friedensfrauen gab, in Halle, wo die Schwägerin von Bärbel Bohley, Heidi Bohley, eine Gruppe hatte, in Leipzig, Magdeburg, aber auch Karl-Marx-Stadt, Schwerin. Wie wart ihr denn vernetzt und gab es auch gemeinsame Aktionen? Das ist ein Punkt, den Almut vorhin schon mal kurz angesprochen hat. Es hat von 1984 bis 1989 jedes Jahr ein überregionales Frauentreffen gegeben, immer in einer anderen Stadt, also in Halle, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg. Und das letzte fand in Jena statt und da kamen viele Frauen. Also ich glaube, das größte Frauentreffen hatten wir 1985 in Berlin-Weißensee, wo über 100 Frauen aus 10 verschiedenen Bezirken der DDR da war. Und wir haben nachher aus den Akten gesehen, aus den Stasi-Akten, dass die Stasi wirklich diese Veranstaltung sehr, sehr gefürchtet hat. Und ganz genau notiert hat, worüber dort alles diskutiert wurde. Und ich möchte nochmal sagen, dass wir bis heute sehr viel Hochachtung haben vor den Frauen, die sich in anderen Städten und in Kleinstädten engagiert haben, denn das war unvergleichlich viel schwieriger als in Berlin. Das Wehrdienstgesetz wurde aber nicht zurückgenommen, oder? Nein, es wurde nicht zurückgenommen, aber es war auf Eis gelegt. Also es wurden ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Frauen mehr gemustert. Und also ich weiß nicht, welchen Anteil wir hatten, aber auf alle Fälle sehe ich das schon als großen Erfolg. Ich denke, wir haben da schon dazu beigetragen. Ja, das war ja auch ein großer Erfolg, also man konnte das ja nicht zurücknehmen, um sein Gesicht nicht zu verlieren, aber wenn es nicht umgesetzt worden ist, war das schon in der DDR ein großer Erfolg. Mitte der 80er Jahre fing ja die Frauen für den Frieden schon an, sich etwas auseinanderzuentwickeln. Es gab Frauen, die gingen in andere oppositionelle Gruppen oder gründeten die sogar Ende der 80er Jahre mit. Andere Frauen gingen mehr in reine Gruppen, die sich mehr mit Frauenthemen beschäftigten, also um jetzt nicht feministische zu sagen, das war in der DDR ja ein bisschen anders gelagert. Trotzdem treffen sich viele von euch bis heute. Also auch die Fotos für das Buch, hinter jedem Porträt gibt es ein kleines Porträtfoto, hinter jedem Erinnerungsbericht. Die konntet ihr ja machen auf einem dieser Treffen. Wie ist euch denn das gelungen, da immer noch den Kontakt zu halten? Und welche Aktionen gab es denn dann noch über die Wende hinaus vielleicht sogar? Na, Aktionen eigentlich nicht mehr so direkt, aber wir haben natürlich Kontakt gehabt, das beruhte ganz viel auf Freundschaften, also wir waren ja zum Teil auch vorher schon befreundet und haben natürlich das dann auch weitergepflegt und also ich habe auch Frauen in der Frauengruppe kennengelernt, mit denen ich dann noch Kontakt hatte und dann haben wir uns natürlich auch auf Veranstaltungen getroffen, also der Kontakt war eigentlich immer da und jetzt ist er natürlich durch das Buch wieder viel, viel intensiver geworden. Wir haben auch Frauen wieder aufgetrieben, die, zu denen wir keinen Kontakt mehr hatten. Und aber zu deiner Frage zu 89, also es sind ja viele Frauen damals auch in die Politik gegangen, saßen viele an den runden Tischen. Es waren welche Abgeordnete im Abgeordnetenhaus. Auch später haben viele dann in der für die Aufarbeitung gearbeitet oder im politischen Bereich. Und die Frauen, die, also Biro zum Beispiel, die in der DDR keine Chance hatten zu studieren, oder so, also die haben dann natürlich ihre Chance ergriffen und haben ihr nochmal richtig durchgestartet. Die meisten Frauen von euch sind ja in der DDR geblieben. Also es sind einige ab Mitte der 80er Jahre ausgereist. Aber
man kann schon konstatieren, dass die Mehrzahl von euch die Hoffnung hatte, in der DDR was verändern zu können, richtig? Ja, ich denke schon. Also es gibt einen sehr schönen Abschnitt von aus Bärbels Text, wo sie über etwas über Ausreisen sagt. Und wenn wir die Zeit noch haben, würde ich den gerne lesen. Die Frauen hatten es wirklich schwer. Nee, ich fange an späterer Stelle an. Pardon. Das Ausreisen war natürlich ganz speziell für mich ein Thema, also sagt Bärbel Bohle, weshalb ich 1988 unbedingt wiederkommen wollte, weil ich auch gesehen hatte, was für eine Lücke gerissen wurde, wenn eine Frau weg war. Das war immer irgendwie auch schrecklich. Wir haben ihr keine Vorwürfe gemacht. Irgendwie gehört das ja zur Freiheit, sich entscheiden zu können. Aber es hat wehgetan und man hat immer gesehen, dass eine große Lücke zurückgeblieben ist. Weil jeder eigentlich wichtig war, ja. Bei uns in der Gruppe wurde das vor allem immer dann diskutiert, wenn es ganz konkret wurde, wenn eine Frau gesagt hat, ich habe einen Ausreiseantrag gestellt. Wir sagten natürlich niemals, du darfst nicht gehen, du fehlst uns so. Wir haben das eigentlich immer verstanden, dass die Freiheit von jedem Einzelnen auch gelebt werden muss, aber es war eben eine richtige Lücke, die da oft entstanden ist und es hat schon Spuren bei uns hinterlassen. Da die Zeit jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, meine letzte Frage, was ist denn so generell, also wir haben ja schon viel gehört, was aus euch geworden ist, einige sind in die Politik gegangen, einige konnten studieren oder ihr Abitur nachmachen. Stimmt die Beobachtung, dass die allermeisten von euch aus diesen Erfahrungen in den 80er Jahren gestärkt hervorgegangen sind? Ja, unbedingt. Geht's gerade nicht? Okay, jetzt geht's wieder. Ja, nee, wir sind gestärkt hervorgegangen. Also diese Jahre in der Gruppe, auch unter diesen Bedingungen der Repression, hat uns zusammengeschweißt, hat uns stark gemacht, hat uns Selbstbewusstsein gegeben und davon profitiert jede der einzelnen Frauen. Ich gucke sie hier gerade so schön an, bis heute. Und beim Machen des Buches, sind euch da irgendwelche Überraschungen begegnet, was ihr vorher noch nicht gewusst hattet oder was euch verborgen geblieben war all die Zeit? Also mir ist verborgen geblieben, wie die Stasi uns von Anfang an gesehen hat und auch versucht hat zu zersetzen. Und ich bin froh, dass ich das oder wir das damals nicht gewusst haben. Hätte unser Handeln möglicherweise beeinflusst, negativ. Das hat vielleicht auch die 30 Jahre gebraucht, dass du dich wirklich nochmal an die Stasi-Akten ransetzen konntest, ohne völlig zu verzweifeln, was da eigentlich mit euch passiert ist und wie über euch berichtet wurde. Das ist ja wirklich zum Teil haaresträubend. Also ja, wir haben ja einen kleinen Auszug gehört. Ja, also die Distanz dieser vielen Jahre war gut. Also ich hätte das vor 10 oder 20 Jahren wahrscheinlich nicht so machen können. Jetzt hatte ich doch irgendwie schon so auch einen sachlicheren Blick drauf. Und ich meine, ich musste zwar manchmal rausgehen aus dem Lesesaal und tief durchatmen, aber ich konnte immer wieder zurückgehen und weiterlesen. Ja, ich denke, das Alter und die Erfahrenheit bringt einem jetzt eine gewisse Gelassenheit, mit diesem ganzen Material umzugehen. Und weil man fühlt sich wirklich ständig dreckig und beschmutzt, diese Akten zu lesen. Und auf der anderen Seite habe ich die Treffen mit den Frauen in Vorbereitung des Buches sehr genossen, weil ich sehr, sehr viele schöne und interessante Geschichten gehört habe rund um die Jahre, die wir gemeinsam verbracht haben, die ich irgendwie alle noch nicht kannte und die aber das Bild ganz rund gemacht haben. Wir haben jetzt noch so ungefähr 15 Minuten Zeit, Ihre Fragen zu beantworten oder Ihre Hinweise einzusammeln. Möchte jemand was sagen?
Keiner. Gut, wir können das dann auch im kleineren Rahmen fortsetzen, oder? Hinweisen möchte ich unbedingt noch auf den Dokumentenanhang im Buch, wo es angefangen beim Wehrdienstgesetz vom 25. März 82 über die Einzeleingaben und die Sammeleingabe bis hin zur ausgewählten Stasi Dokumenten noch viel zu entdecken gibt. Und zum Buch gehört natürlich auch, wie sich das gehört, eine Chronik von 1982 bis 1989. Die Buchhandlung 89 verkauft gerne noch das Buch, die Herausgeberin und ich denke auch die ganzen Einzelautorinnen signieren sehr gerne. Das ist die einmalige Gelegenheit, sich wirklich von vielen, vielen einzelnen Autorinnen eine Unterschrift zu holen in das Buch. Und die Robert-Havemann-Gesellschaft bat mich noch auf ihren Stand des Archivs der DDR-Opposition hinzuweisen, das immer sehr dankbar ist für Material, Geschichten, Hinweise, also alles, was Sie haben und erzählen wollen, gerne bei der Robert-Havemann-Gesellschaft. Wenn jetzt wirklich keiner mehr, ach ja, bitte. Ja, guten Abend. Mein Name ist Ulrike Roth, ich bin Historikerin und ich hätte natürlich schon einige Fragen, aber eine würde ich jetzt ganz gern stellen. Es fiel vorhin die Frage danach, ob die Gruppe, die Frauen für den Frieden, eine feministische Gruppe gewesen sei. Und da hat Frau Leiser-Rowitz geantwortet, nee, nicht feministisch, sondern sachbezogen. Und da bin ich so ein bisschen darüber gestolpert, Also ist es auch oft jetzt auch davon die Rede gewesen, dass es eine Frauenbewegung war. Also es heißt, es war eine Bewegung von Frauen, ja. Und aber es war doch auch eine Bewegung für Frauen. Und ich weiß von Frau Ilsen auch, dass sie auch feministische Themen hatten. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt und ich würde ganz gern an das Podium fragen, aber auch Frau Leiser-Rowitz nochmal fragen: War das eine persönliche Äußerung oder eine persönliche Meinungsäußerung von Ihnen mit den sachbezogenen Themen oder ist es auch eine Auffassung in der Gruppe gewesen? Dankeschön. Vielen Dank für die Frage. Natürlich kann ich in dem Moment nur für mich sprechen und da sage ich, das ist eher meine persönliche Äußerung gewesen. Natürlich haben wir uns auch mit Themen von Frauen für Frauen beschäftigt und ich möchte da unbedingt zum Beispiel auch an die Arbeit von Petra Streit erinnern über Gewalt gegenüber Frauen. Und es hat immer wieder verschiedene Themen gegeben. Ich habe nur in keiner dieser Gruppen spezifisch gearbeitet und bin daher nicht so auskunftsfähig dafür. Also, ja, jetzt sage ich noch mal was dazu. Also wir haben uns in erster Linie als politische Gruppe gesehen, aber wir haben natürlich durch die ganzen Westkontakte, die wir hatten, ganz viel feministische Literatur bekommen und wir haben die auch interessiert gelesen und das hat auch seine Wurzeln geschlagen. Und ich kann jetzt nur für mich sagen, also für mich hat sich dadurch der Blick auf die Gesellschaft doch auch geändert. Ich habe einfach diese feministischen Themen auch viel mehr gesehen und also was Strukturen betrifft und auch was Sprache betrifft. Und also mich begleitet dieses Denken bis heute. Zum Schluss. Sie waren. Gut, dann bedanke ich mich schon mal sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns noch weitere interessante Gespräche. Euch danke ich natürlich ganz besonders, dass ihr das Buch bei uns im Verlag gemacht habt und allen Beteiligten. Doch.
Danke. Beteiligten Frauen auch. Ja. Kommen Sie gut durch den Abend. Ja, von mir nochmal vielen Dank an die beiden Herausgeberinnen und auch an die Moderatorin des heutigen Abends, die gleichzeitig Lektorin des Buches gewesen ist, Frau Fröbe. Und auch eine schöne Nachricht gibt es noch zu dem Buch zu verkünden. Die erste Auflage ist vergriffen, eine zweite Auflage ist in Arbeit und die Bundeszentrale für politische Bildung hat auch gerade heute ihre Bestellung abgegeben, dass sie das mit in ihre Reihe aufnehmen wird, das Buch. Herzlichen Glückwunsch. Applaus